Am meisten Angst und Respekt hätte ich vor Nadim, weil der wird mir wehtun wollen. Peter Bosch und Henrik Grüsen fordern dich zu einer Runde Fußballtennis auf. Wen würdest du dir als Partner aussuchen? Edmond Tabsoba, Lucas Alario, Daley Sinkgraven oder Charles Arangis? Lucas Alario, guter Kopfballspieler. Ich mach das hinten rum und er köpft die Dinger rüber. Du möchtest einen kinderfreien Tag mit deiner Frau verbringen. Wem würdest du deine Kinder spontan anvertrauen? Jonathan Tah, Florian Wirtz, Lennart Grill oder Patrick Schick? Ich würde es Jonathan Tah anvertrauen. Darf ich auch antworten? Kein von dem. Darf ich? Stattdessen? Kein von dem. Meine Kinder sind heilig. Ich vertraue keinen. Du bist in die Sendung Das große Promi-Backen eingeladen und darfst dir einen Teamkollegen zu deiner Unterstützung mitbringen. Okay. Wer kann dir in der Küche am besten zur Hand gehen? Sven Bender, Lukas Radetzky, Ezequiel Palacios oder Nadim Amiri? Nadim ist da auf jeden Fall raus. Sven würde ich zutrauen. Allerdings hat er eine Familie. Lukas weiß ich immer wieder, dass er gerne auch kocht. Ich nehme Radetzky. Du hast Geburtstag. Wen würdest du die Organisation deiner Party anvertrauen? Okay. Karim Bellarabi, Alexander Dragovic? Karim Bellarabi. Ich muss die anderen nicht hören. Für deine Söhne gestaltest du einen persönlichen Adventskalender. Welcher deiner Mitspieler wäre bei der Suche nach den passenden Kleinigkeiten die größte Hilfe? Florian Wirtz, Nadim Amiri, Moussa Diaby oder Patrick Schick? Nadim. Für Silvester brauchst du dringend noch was Passendes zum Anziehen. Wer kann dir in Sachen Klamotten den besten Rat geben? Tin Yedwai, Leon Bailey, Karim Bellarabi oder Paulinho? Da nehme ich auch Karim. Alle vier haben guten Kleidungsstil. Aber in meine Richtung geht es so Richtung bisschen schicker, bisschen edler. Ich glaube, da bin ich mit Karim gut aufgehoben. Du möchtest euren Garten umgestalten. Welcher Werkself-Profi hat einen grünen Daumen und kann dir dabei am besten helfen? Julian Baumgartlinger, Sven Bender, Lukas Radetzky oder Jonathan Tah? Da vertraue ich auf Baumis Sende, den Baumi. Du sitzt bei Wer wird Millionär auf dem Stuhl und bist dir unsicher bei einer Frage über internationales historisches Fußballwissen. Welcher Telefonjoker gibt dir Sicherheit? Sven Bender, Lars Bender, Julian Baumgartlinger oder Charles Arangis? Da nehme ich Sven Bender. Du entscheidest dich, einen Instagram-Kanal anzulegen. Mhm. Wer eignet sich dazu am besten für einen Crashkurs? Nadim Amiri, Jonathan Tah, Moussa Diaby oder Karim Bellarabi? Crashkurs im Sinne von? Dass sie dir beschreiben, was du zu tun hast, wie man, wie es funktioniert und so weiter. Ich glaube, ich nehme zwei mit Karim und Nadim. Ich tue denen damit beide einen Gefallen, glaube ich. Wenn ich jetzt einen nehme, sind die sauer. Ich nehme beide. Du möchtest deine Spanischkenntnisse auffrischen und suchst dir dafür einen Privatlehrer in der Mannschaft. Wer wäre vermutlich der Beste? Wendell, Charles Arangis, Lucas Alario oder Santiago Arias? Na, dann nehme ich Santiago. Gute Besserung. Du hast einen zweitägigen Winterurlaub in den Schweizer Alpen geschenkt bekommen und aus deinem engsten Umfeld kann dich leider niemand begleiten. Wem würdest du stattdessen mitnehmen? Leon Bailey, Daley Sinkgraven, Paulinho oder Wendell? Ich nehme Wendell mit. Lustiger Urlaub. Du hast eine Wette verloren und jemand aus der Mannschaft hat die Chance, dir eine neue Frisur zu verpassen. Oh. Vor wem hättest du dabei am meisten Angst? Nadim Amiri, Moussa Diaby, Wendell oder Alexander Dragovic? Am meisten Angst und Respekt hätte ich vor Nadim, weil der wird mir wehtun wollen. Und in dem Sinne wird der mir vielleicht eine Glatze reinhauen, deshalb Nadim. Lukas Radetzky ruft zur Eisbecken-Challenge auf.
Das Ziel ist es, am längsten im Wasser zu bleiben. Wer hätte die besten Chancen, gegen ihn zu gewinnen? Lars Bender, Nadim Amiri, Wendell oder du selbst? Ich selbst, ich liebe es auch. Du hast die Qual der Wahl. Wer muss als nächstes bei diesem Spiel antreten? Sven Bender, Julian Baumgartlinger, Karim Bellarabi oder Alexander Dragovic? Nimm ich Karim, interessiert mich nur, was er so sagt. Das war's. Danke. Vielen Dank. Danke auch.